In Unterfranken besuchen wir das Haus der Pflege Kitzinger Land. Die Einrichtung wurde für gute Pflege ausgezeichnet. 79 Bewohner leben in Bereichen für allgemein Pflegebedürftige und für Menschen mit Demenzerkrankung. In den Gruppen wird darauf geachtet, dass Bewohner mit ähnlichen Fähigkeiten bzw. Einschränkungen zusammenleben. Heimbetreiber Helmut Witt erläutert die Philosophie seiner Einrichtung. Wir schauen, welche Bedürfnisse hat der Bewohner. Danach müssen sich unsere Leistungen, unser Tun ausrichten. Wir möchten, dass die Menschen so sein dürfen, wie sie sind, dass wir das noch sehen, was sie noch können, was sie an Ressourcen haben und nicht welche Defizite sie aufweisen. Und wir müssen vor allem auch sehen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Weil nur wenn es den Mitarbeitern gut geht, dann geht es den Bewohnern auch gut. Ja, unsere Philosophie ist, dass sich die Institution den Bedürfnissen der Menschen, die wir versorgen, anpasst und nicht andersrum. Die Pflegebedürftigen können beim Einzug ihre Möbel mitbringen. Zimmer, Gemeinschaftsräume und Flure sind mit vertrauten Gegenständen eingerichtet. Heidrun Hemmerich ist verantwortliche Pflegefachkraft. Wir bemühen uns vor dem Heimeinzug schon, Angehörige in die Biografiearbeit mit einzubinden, um dann am Schluss eine Kurzhandlungsanleitung oder eine Kurzanleitung mit besonders prägnanten Daten des Bewohners für alle Mitarbeiter zu erstellen. Demenzkranke brauchen ein Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen. Also die Milieugestaltung ist ganz, ganz wichtig, noch mehr als bei den orientierten Senioren. Vertraute Gegenstände sind Dinge, mit denen man Erinnerungen verbindet, wo man Geschichten mit verbindet, wo man einen persönlichen Bezug hat. Ja, ein Thema wieder für diese Woche. Und ich glaube, ich muss dazu gar nicht viel sagen. Wenn ihr mal so über den Tisch schaut, könnt ihr mir wahrscheinlich sagen, was wir denn heute für ein Thema haben. Waschen von Anno dazumal. Ja, genau. Dann ist ein Stück Wäsche rausgezogen worden und dann ist festgerubbelt worden. Mit Holz geführt und dann ist, die Wäsche drinnen gekocht worden. Diesen Kessel hat man doch oft auch noch für was anderes verwendet, oder? Zum Schlachten. Ja. Wir beziehen die Bewohner ganz konkret in Haushaltstätigkeiten ein, die sie auch von früher her intus haben. Zum Beispiel beim Wäsche zusammenlegen, beim Abspülen, beim Tische abwischen, bei der Versorgung der hauseigenen Tiere, um Wertschätzung und Verantwortungsgefühl zu unterstützen bzw. zu vermitteln. Der Oberkörper ist aufgerichtet, sie machen sich ganz groß, der Blick geht nach vorne und das Gewicht wieder auf beide Beine verlagern. Und einatmen und ausatmen. Wir drehen uns nach rechts und gehen jetzt mal ganz bewusst einen Schritt vor den anderen setzen. Ganz langsam. Wir setzen bei entsprechender Sturzgefahr auf Sturzprävention. Fixierungen sind für uns nur das letzte Mittel der Wahl. Wir haben bei diversen Bewohnern in Einzelzimmern halbhohe Schutztüren, mit denen wir sie und auch die Umgebung sichern können. Und erst dann, wenn alle diese Dinge nicht mehr greifen, findet im Rahmen eines Angehörigengesprächs ein Lösungsgespräch statt, wie wir weiter vorgehen. Ja, zu Anfang hatten wir bei uns im Haus, wie viele andere auch, einfach drei offene Wohnbereiche und einen geschützten Wohnbereich, wo die Türen abgeschlossen waren. Jetzt im Laufe der Jahre hat sich dieses Konzept überlebt und wir haben einen elektronischen Personenweglaufschutz implementiert.
Im Haus der Pflege gibt es keine verschlossenen Türen mehr. Sensoren am Ausgang melden dem Personal die Annäherung von weglaufgefährdeten Bewohnern. Verwirrte Senioren sind mit einem Sender am Handgelenk ausgestattet, der wie eine Armbanduhr aussieht. Auch in den Etagen wird die Türe automatisch verriegelt, wenn weglaufgefährdete Bewohner die Wohngruppe verlassen wollen. So, jetzt gehen wir wieder zurück, ne? Gehen wir nicht raus. Nee. Der Bewohner entscheidet selbst, wann er aufstehen möchte, beziehungsweise wann er schlafen gehen möchte. Und er bekommt dann, wenn er wach ist und angezogen ist, dann sein Frühstück serviert. Ob das jetzt um 7 Uhr ist oder um 8 Uhr ist oder um 10 Uhr ist. Für 3 Pflegebedürftige in Pflegestufe 1 bekomme ich eine Vollzeitstelle genehmigt. In Pflegestufe 2 sind es 2,25 und in Pflegestufe 3, was die schwerste Pflegestufe ist, habe ich einen Schlüssel von 1 zu 1,9. Aber man muss bedenken, wir arbeiten 365 Tage im Jahr, Tag und Nacht, rund um die Uhr, Sonn- und Feiertag. Seit Jahren veröffentlicht das Haus der Pflege die Prüfberichte des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung wie auch der Heimaufsicht. Gehen wir noch ein wenig auf den Balkon. Setzen wir ein wenig in die Sonne, ja? Naja. Machen wir das, gell? Alle Angebote können mit den Pflegesätzen durchgeführt werden.